Hallo Leute, da bin ich nochmal. Auf besonderen Wunsch, ich werde keinen Namen nennen, habe ich mal nach gefühlten 10 Jahren wieder einen Go-Wipe gebaut. Und den werde ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Ihr seht, ich war nicht mal nah an 100%. Naja, aber das habe ich auch nicht wirklich erwartet. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, da geht der Spaß los. Ja, ihr seht, relativ maxed out der Bursche, ne, bis auf die Helden und ein paar Mauern, ja, und die normalen Kasernen, aber von der Def her ist der schon gar nicht so schwach gewesen. Und besonders auch deswegen habe ich mir gedacht, 3 Sterne sind da nie drin, nicht mit Go-Wipe. Okay, dann fangen wir mal an. Blöderweise habe ich meine Golems auch ein bisschen weit auseinandergesetzt. Und meine Mauerbrecher haben nicht die Mauer aufgemacht, beziehungsweise ich habe die zu weit oben gesetzt. Ein Golem verhungert mir ein bisschen unten an der Mauer, aber das werdet ihr noch sehen. So, Magier schön breit. Ja, damit die schön aufräumen. Den Weg frei machen für die Packer, dass die in die Mitte ziehen. So, da rennen sie rein. King und Queen gleich mit. Blöderweise hat meine 12 Mauerbrecher die zweite Mauer nicht aufgekriegt. Aber ist nicht so schlimm. Becker und King gehen wieder zurück und gehen rein. So, und dann kommen die Tesla natürlich raus. Und die braten die Packer viel zu schnell. Heil kam ein bisschen später, war der erste Packer auf jeden Fall schon platt. Dann konzentriert sich alles auf den King. Und bis dann endlich diese bescheuerten Tesla down sind und der X-Bogen, der da steht, ist doch schon eine Menge Zeit vergangen. Die Queen oben schießt ein bisschen auf Mauern. Das ist ja ihr Lieblingshobby, wie wir wissen. Und unten der Golem verkloppt eine 10er Mauer. Kann dauern. Den Heil hätte ich mir eigentlich sparen können. Da war der Drops eh gelutscht, meine 2 Sterne hatte ich sicher. Ich habe da noch ein paar Prozente rausgeholt, aber im Endeffekt alles halb so wild. Ich fahre mal ein bisschen vor. Die Queen hat noch ein bisschen was gemacht, der Bogi noch, das Armeelager und die restlichen Magier habe ich dann unten gesetzt. Ein paar Prozente, aber blöderweise haben die Kanonen sich dann doch umgedreht und bumm, weg waren sie. Das war es im Prinzip. Jetzt habe ich hier an dem Alex-Tank noch einen Bogi, aber den breche ich jetzt ab, weil ich brauche im Moment alles außer Alex und Gold. Weil ich bin voll mit allem. Ich brauche nur Delex und gut, 2700 Delex plus den Liga-Bonus. Und ich weiß nicht, wie viel ich kriege, ich habe knapp 700 oder was. Ist in Ordnung, kann ich mit leben. Ist relativ okay. So, und das vergleichen wir jetzt mal. Mit einem Walkürenangriff. Das Ganze ebenfalls gegen ein ziemlich nah an Max Out Dorf. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. So, Anti-3-Stern-Dorf. Und es war zusätzlich der erste Angriff. Also er wusste nicht, wo was ist. War ein Fresh Hit 3 Stern. Na, so, jetzt lassen wir mal laufen. Matze nimmt da nicht immer Erdbeben mit. Wie gesagt, ich bin kein Fan vom Erdbeben. Beim besten Willen nicht. Aber es klappt manchmal. Na, aber ich sehe immer zu, dass ich einen Sprung mit habe. Der hält genauso lange. Also länger brauchen die Truppen den Platz eh nicht im Normalfall. Und man hat einfach noch einen Zauber über. Man hat den Gift für die CB, man hat noch einen Wutzauber dabei. Finde ich besser. So, und jetzt gucken wir mal. Matze heilt jetzt einmal seine Truppen, wenn der Drache kommt und die CB-Truppen, dass er die auf jeden Fall kaputt kriegt. Weil Drache gegen Walküre ist tödlich. Die Walküren können dem Drachen nichts.
Und wenn die alleine gegen ihn stehen, dann brutzelt er sie alle weg. So, schön die Doppelbombe noch von den Golems ausgelöst. Ist auch wunderbar. Die können Valkyries auch ein bisschen auf den Geist gehen. Ja, die Masse der Valkyries bei den Teslas geheilt. Das war perfekt, weil Tesla machen auch extremen Schaden. Also wenn ihr irgendwas uppt, die Tesla. Ja, die sind zwar teuer und dauern ewig, aber es lohnt sich. So. So, ihr seht, wie viel er noch über hat, wie viele Walküren. Ja, also die flitzen da durch die Base und machen da ordentlich, ordentlich Theater. Es ist auch nicht mehr, wirklich nicht mehr viel über an Dev. Ja, die Queen, die kann da ganz in Ruhe auf die Mauer schießen. Ja. Und jetzt rennen die Walkis außen rum. Unten ist noch eine mit einem kleinen Golem. Und so schnell, wie die Walkis die Gebäude zerstört haben, schießt kein Mörser. Sein King musste er bisher noch nicht mal zünden, weil die Valkyries schön vorgelaufen sind und für ihn mitgetankt haben. Unglücklicherweise ist die Queen jetzt down, aber nichtsdestotrotz hat er noch genug Kapazitäten über. Also ein Vorteil ist einfach an den Valkyren, die greifen viel schneller an. Die rennen schneller rein, machen viel mehr Theater. Wenn man sie heilt, dann überleben sie auch eine ganze Weile. Also Hitpoints haben die genug. Gerade weil sie schneller sind, kriegt man am Ende, wenn sie nicht gerade alle draufgehen, sehr selten ein Zeitproblem. Also wenn sie durchkommen, dann ist das Ding auch durch. Ja, auch in der Zeit. Und bei GoWipe, die Packer sind einfach so dermaßen lahmarschig, dass es durchaus zu Problemen führen kann. Also zumindest, wenn man nur mit einem ganz normalen Go-Wipe-Angriff dran geht. Und noch ein Beispiel habe ich, allerdings vom Gegnerteam. Da hat sich doch die Nummer 9 von denen gedacht, er haut mal unseren Hut kaputt. Und wie ihr sehen werdet, er hat es geschafft. So, Hut, 23er King, 21er Queen, maxed out, bis auf ein paar Mauern. Ja, also wirklich gut dabei. Und ihr seht, der hat 16 Walküren mit, 12 Magier, ein Golem hat er, glaube ich, in der Klammerbrüche gehabt. Er hat in Anführungszeichen nur Helden von 10 und 8 und 3er Walküren. Umso beeindruckender, dass das Ding gefunzt hat. Wobei ich sagen muss, der Anfang des Angriffs, der hat mich ein bisschen verwundert. Der ist jetzt nicht so, ja, nicht so sinnig gewesen, finde ich. Klammerbrüche locken ist klar. Jetzt macht er gleich was, da hätte ich auch nicht unbedingt mit gerechnet. Er haut einen Wutzauber drauf auf die Magier, dass die den Lavahund schnell platt kriegen. Also ich hätte das jetzt eher mit einem Gift erledigt oder mit zweien. Das wäre auch okay gewesen, denke ich. Aber was soll ich sagen? Es hat im Endeffekt geklappt. So, jetzt haut er alle Valkyren auf einmal rein. Und die gehen jetzt voll Attacke durch die Base. Wie gesagt, Level 3, King, ein Schwung weg. Jetzt kommt die Queen, ein Schwung, brupp, weg. Zusätzlich nochmal eben das Rathaus mitgenommen. Der Golem tankt in der Mitte schön, dass sie die Tesla noch weghauen können. X-Bogen weg, flupp. Läuft. So, jetzt hat er natürlich noch viel, viel Einzelschaden außen, aber ihr seht, wie schnell die da durchflitzen. Flup, flup, Magierturm weg, Luftabwehr weg, jetzt geht der Golem vor. Beziehungsweise er ist ein Golem und noch ein kleiner. Und das reicht für den Rest. Und oben sind immer noch Walküren dabei. Das reicht reichlich sogar. Reicht mal eben, um die Kanone und den Bogiturm unschädlich zu machen. Und nochmal, es sind Level 3 Walküren. Auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, wie man sieht. Zumindest, wenn man sie da hinkriegt, wo sie hin sollen. Ihr seht auch, die brauchen, selbst wenn sie keinen Wut haben, nicht unfassbar lange für eine 9er oder 10er Mauer. Und die haben schon einen ganzen Arsch voll Hitpoints. So.
Was hat er da jetzt noch? Gott, 7 Balkone oder 6? Und es steht nur eine Kanone. Und ein Magierturm, der nicht unbedingt jetzt die größte Gefahr darstellen. Wenn man einzelne Valkyren hat, dann ist eine Kanone schon fiese, aber bei der Menge macht das nicht viel. Gut. Das war es jetzt fürs Erste wieder gewesen. Wir starten heute Abend noch einen Krieg. Leider kann ich euch den Angriff, den ich erwähnt habe, mit dem Magierüberbehalten von mir nicht mehr zeigen. Da war ich gestern zu spät dran und habe keine Zeit mehr gehabt, den aufzunehmen. Aber ich hoffe, ihr seid auch so zufrieden. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.